herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Easy. Ich bin der Flo und ich erzähle dir heute, was Hologramme sind und wie sie funktionieren. Noch einmal das Konzert einer längst verstorbenen Musiklegende besuchen. Das wird auch richtig cool, oder? Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, wie du vielleicht denkst, nur wirst du eben nicht auf einen Künstler aus Fleisch und Blut treffen. Im Jahr 2014 konnten Fans einem ziemlich echt aussehenden, hologrammähnlichen Abbild des King of Pop Michael Jackson zujubeln. Und auch der verstorbene Rapper Tupac hatte 2012 auf diese Art einen Auftritt beim Coachella Festival. Die Bühneneffekte, die für diese Show genutzt wurden, sahen zwar echt cool aus, echte 3D-Hologramme waren es aber streng genommen nicht. Diese echten 3D-Hologramme könnten schon bald dank der Holographie-Technologie möglich sein. Aber was ist Holographie eigentlich und was genau sind echte 3D-Hologramme? Holographie heißt in etwa ganz aufzeichnen und ist ein Verfahren, das es möglich macht, dreidimensionale Aufnahmen eines Objekts auch wirklich dreidimensional, also im Raum wiederzugeben. Und diese Aufnahmen nennt man dann Hologramme. Du kannst dir den Unterschied zwischen einem Film und einem Hologramm in etwa so vorstellen, wie den Unterschied zwischen einem normalen Drucker und einem 3D-Drucker. Ein normaler Drucker und eine normale Filmaufnahme bilden alles auf einer Fläche ab. Bei 3D-gedruckten Dingen und auch bei echten 3D-Hologrammen werden die abgefilmten Objekte dagegen räumlich dargestellt. So, jetzt kannst du dir sicher vorstellen, dass es unheimlich schwierig sein wird, eine solche Aufnahme im Raum auch wirklich darzustellen. Und das liegt daran, dass das Holographieverfahren es schaffen muss, Licht mitten im Raum anzuhalten. Ein Licht, das zum Beispiel von einem Beamer ausgeht, das wird ja irgendwann von einer Leinwand aufgehalten. Da Hologramme aber im Raum schweben, braucht es eine ziemlich komplizierte Technik, um das Licht in der Form der 3D-Aufnahme einzufassen. In der Form eines singenden und tanzenden Michael Jackson zum Beispiel. Oder, um ein Beispiel von einem echten Hologramm zu nennen, die Form eines flügelschlagenden Schmetterlings. Forschern in Utah ist es tatsächlich gelungen, ein solches Hologramm herzustellen. Dafür haben sie einen speziellen Laser entwickelt, bei dem die Laserstrahlen auf ganz kleine Partikel strahlen. Die Technik soll aber in Zukunft nicht nur schöne Bildchen in die Luft projizieren, auch in der Medizin und in der Archäologie wird bereits an holographischen Verfahren gearbeitet. Wann die Holographie so weit ist, dass wir mit dem Abbild unserer Freunde einen kleinen Live-Plausch in der Küche halten können, ist noch nicht klar. Vodafone ist es aber dank neuester 5G-Technologie bereits gelungen, ein ganzheitliches Live-Abbild des CEO Hannes Amitsreiter in einem fahrenden Bus zu projizieren. Und mit 5G wird dann in Zukunft auch Echtzeitübertragung mit Hologrammen möglich sein. Heißt, du hältst vielleicht einen Vortrag in Berlin, dein Hologramm steht aber auf dem Vodafone Campus. Noch mehr Infos zu Hologrammen oder hologrammähnlichen Technologien kannst du auf featured.de finden. Und wenn wir sonst noch etwas für dich tun können, dann besuch uns gerne auf unseren Servicekanälen bei Facebook, Twitter oder in unserer Vodafone Community. Wir sehen uns das nächste Mal bei Alles Easy und bis dahin wünsche ich dir das Allerbeste.